Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge der PES 18 Trainerkarriere. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, unbedingt rechts oben beim i anschauen. Da haben wir ein super Spiel gegen Leipzig hingelegt, denn wir haben Leipzig besiegen können und die waren Platz 2. Jetzt ist Schalke Platz 2, Hertha Platz 3 und Leipzig, glaube ich, auf Platz 4 oder so. Ist ja eigentlich auch relativ egal, denn wir sind auf Platz 1, das ist die Hauptsache. Wir spielen jetzt im DFB-Pokal gegen Bremen. Ich bin mega gespannt, was das jetzt wird. Danach sehe ich da unten schon die TSG Hoffenheim. Das ist auch ein guter Club. Ich weiß nicht, welcher Platz die sind. Tabelle, ich weiß nicht, wie man die Tabelle hier öffnen kann. Ich habe danach so lange rumgesucht vorhin, aber ich weiß es echt nicht. Ich finde das nicht mehr. Das geht bei der Spielerkarriere ein bisschen einfacher. Naja, nichtsdestotrotz starten wir jetzt rein gegen Bremen. So, es ist das DFB-Pokal-Viertelfinale. Ich habe jetzt nachgeschaut und wir spielen in der Metropol-Arena, warum auch immer, Bayern gegen Werder Bremen. Und übrigens spielen jetzt auch wieder Franck Ribéry und Joshua Kimmich oder Joshua Kimmich, keine Ahnung. Und die waren jetzt 3 Spiele rot gesperrt, beide, und beide sind sie jetzt wieder zurück. Ich hoffe, dass sie nicht mehr so oft faulen, beziehungsweise dass ich nicht mehr so oft faule. Let's go, wir brauchen unbedingt den Sieg. Oh, Ribéry direkt mal mit seiner ersten Chance. Kimmich war hier oben am Einsatz. Dann der Pass auf Robben. Die Flanke, ich wusste erstmal gar nicht, ob ich sie bekomme. Und dann Ribéry am Tor vorbei. Jawohl, Robert Lewandowski endlich mit dem 1:0. Also ich habe da jetzt nicht alle Szenen reingeschnitten, weil ich immer ein bisschen zu spät anfange zu labern. Dann kommt das alles ein bisschen komisch. Aber wir hatten schon, das werdet ihr später in der Statistik hoffentlich auch sehen, schon ungefähr 3 Riesenchancen. Und das ist jetzt echt bitter nötig, dass hier das 1:0 fällt. Ich hoffe, es geht so weiter. Auch ein schönes Tor, muss man sagen. Nicht schlecht. Gut gemacht. Oh, was für ein Ding zum 2:0 von Thiago Alcantara. Ja, Mann. Ein bisschen Glück hier, dass der Ball da wieder zu ihm kommt. Und dann haut er den da rein. Der fliegt ja perfekt ins Tor. So richtig schön über alle drüber. Und dann senkt er sich wie eine 1. Nix zu machen für den Keeper. 2:0. Endlich. Halbzeit. 2:0. In der 20. und 40. Minute. Also 19. und 40. halt. Lewandowski und Thiago. Das von Thiago, das hat mir gerade gefallen, das Tor. Echt schick. Ja, 2:0 ist auf jeden Fall in Ordnung. Definitiv, zur Halbzeit vor allem. Passt. Wenn es so weitergeht, super. Wenn wir ein Gegentor kriegen, kacke. Oh, was? Die Parade war ja mega krass. Ich habe extra den Pass nochmal gespielt. Ich habe echt überlegt, mit Lewandowski schießen. Nee, Pass nochmal spielen. Damit Müller extra nochmal in die andere, in die Ecke gegen die Laufrichtung des Torhüters, so. In die Ecke habe ich auf jeden Fall geschossen. Ei, dass der denn da hält. Krass. Oh! Jetzt habe ich mich nicht getraut und das war scheiße. Hier hätte ich schießen müssen. Habe ich mich nicht getraut, dreh nochmal zurück auf Robben. Nicht schlecht. Aber ich hätte auch direkt schießen können mit Lewandowski. So ging er jetzt auch nicht rein. Aber ich sehe gerade, ich muss Lewandowski auch auswechseln. Hat fast keine Fitness mehr. Mache ich jetzt gleich mal. So, gibt eine Ecke für Werder Bremen und wir wechseln. Wechsel wurden jetzt nicht gezeigt. Also Lewandowski raus, Gabriel Jesus rein. Dann, oh nein. Oh! Weg irgendwie. Oh. Aus. 2:0. Kann natürlich immer höher ausfallen. Wie gesagt, ich dachte, dass es in der zweiten Halbzeit besser wird. Ich dachte, dass es so bleibt. Besser werden nicht. Also es war ja schon relativ gut.
Wir waren eigentlich nur wir am Drücker. Aber Bremen probiert natürlich dann auch volle Offensive. Sie haben echt volle Offensive eingestellt. Bremen probiert natürlich dann auch einige Sachen. Und dadurch hatten wir dann weniger Chancen. Naja, wir hätten auf jeden Fall eine nutzen können, das muss man sagen. Aber haben wir nicht. Dortmund Köln 1:0, Bayern Bremen 2:0, Leipzig Frankfurt 3:0 und Schalke Hertha 4:0. Passt 1:0, 2:0, 3:0, 4:0. Im Halbfinale steht jetzt Dortmund, Bayern, Leipzig und Schalke. Ich bin gespannt, gegen wen wir spielen dürfen. Und zwar dürfen wir im Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund ran. Ja, realistisch ist es, dass wir jetzt gegen Dortmund spielen. Ist ja schon oft so gewesen. Jetzt dürfen wir allerdings erstmal gegen Hoffenheim ran, bevor wir hier gegen den FC Porto in der Champions League das Hinspiel bestreiten. Erst gegen Hoffenheim. Let's go. Hoffenheim gegen München. Ich bin gespannt. Ein Sieg wäre richtig, richtig nice. Und 1:0 für Hoffenheim. Achte Minute, Kramaric. Hoffenheim hat Großes vor. Fangen hier direkt richtig, richtig mutig an. Schon die zweite Chance von Hoffenheim hier. Eine hatten wir zwar auch, aber die haben wir nicht gut ausgespielt. Sandro Wagner spielt auch tatsächlich gar nicht, ist mir aufgefallen. Das ist ja der Mann, den wir uns holen hätten können. Ihr habt euch ja dagegen entschieden. Gabriel Jesus ist aber echt eine gute Wahl gewesen. Hat hier bisher schon echt richtig, richtig gut gespielt. Sandro Wagner spielt hier bei Hoffenheim nicht. Heute zumindest nicht. Bis jetzt. 1:0 trotzdem durch Kramaric in der 8. Spielminute. Ribéry darf durchmarschieren. Und dann darf er auch das Tor machen, denke ich. Franck Ribéry, ja, auch ein guter Spieler. In letzter Zeit nicht mehr so viel von ihm zu sehen, auch weil er 3 Spiele verletzt, gesperrt war, nicht verletzt. Aber wie gesagt, hier darf er durchmarschieren und dann macht er auch das Tor. 1:1. Ja, warum die mich da nicht angegriffen haben, das hat mich gewundert. Ich habe extra schon geguckt, wem kann ich jetzt passen, wem kann ich passen. Ja, mir rennt keiner so richtig auf den Ball. Dann laufe ich halt einfach weiter. Und Tor. Wieder Kramaric. 2:1 Hoffenheim. Bin ich wieder mal am Mikro gekommen. Sorry dafür. Ah. Kotz. Nach dem 1:1 von Ribéry wurden wir stärker. Hatten direkt 2 Chancen oder so direkt danach. Da hätte auch einer reingehen können, aber irgendwie passiert mir das nicht mehr so oft. So zack, zack und dann führen wir. Nee, irgendwie brauchen wir immer zwischen den Treffern eine sehr lange Zeit. Und naja, jetzt steht es 2:1 für Hoffenheim. Und jetzt steht es nicht 2:2. Lewandowski köpft neben das Tor. Direkt quasi nach dem Anstoß. Alle Hoffenheimer noch geordnet. Wir kommen trotzdem so gut durch. Nur im Abschluss, da fehlt die Präzision. Oh, was war das? Wie knapp. Ey, da haben wir mal Glück gehabt. Das war verdammt knapp. Jetzt ist auch Halbzeit. 2:1 Hoffenheim. Wir liegen hinten in der Halbzeit. Das ist nicht oft zu sehen. Aber in dem Fall schon. Hoffenheim, wie gesagt, hat Großes vor. 2:1 hört sich recht gut an. Zumindest aus der eher Sicht. Und das war jetzt verdammt knapp. Da haben wir Glück gehabt, dass es nicht 3:1 steht. So, es geht Robben und dafür kommt Gabriel Jesus. Jawohl! Endlich, Mann! Diese verkackte Kacke, echt. Wir wollten nicht Sandro Wagner, wir wollten ihn. Gabriel Jesus, der hier den Ausgleichstreffer macht. Ey, Hoffenheim regt mich so auf, ne? Die gehen gerade volle Defensive.
Und die mauern dazu und vorne spielen sie einen Lala-Fußball, dass ich ja nie an den Ball komme. Sobald ich den Spieler nur anditsche, fällt er gleich um und der Schiri pfeift und was weiß ich. Das geht mir gerade so auf den Sack. Endlich das 2-2. Ach Leute, das ist doch scheiße, ist das. Das kotzt mich so an, da. Sowas macht mich so aggressiv einfach. Ich hasse sowas. Ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die so hässlich gespielt hat wie Hoffenheim. Wenn wir irgendwie, egal wie hoch wir führen, spiele ich niemals so. Ey, das ist so grauenhaft und dass sie dafür belohnt werden, ist so hässlich einfach. Ich meine, ich will mich überhaupt nicht aufregen. Ich bin in letzter Zeit, ich weiß nicht warum, aber wir haben auf keinen Fall gut gespielt. Immer wieder so lala, knapp gewonnen, was auch immer. Aber es ist trotzdem einfach so hässlich, wenn du einfach mit deinen beschissenen, alle sind hinten, komplette Defensive. Der weiteste, also der Angreifer ganz vorne, der Stürmer, der ist ungefähr 20 Meter vom eigenen Tor entfernt. Und dann, sobald ich irgendwie einen Fehlpass spiele oder irgendwas passiert, dass die den Ball bekommen, dann ganz langsam und dann wieder hin und dann wieder her. Und dann ich drücke die ganze Zeit, dass ich den Ball wieder kriege auf X. Dann humpelt er da irgendwie trotzdem durch, hat den Ball trotzdem irgendwie noch und dann richtig Glück gehabt und dies und jenes. Dann pfeift der Schiri die ganze Zeit, weil ich faulen würde angeblich. Also das ist echt mega kacke gewesen. Und naja, immerhin ist 2-2 gemacht, aber echt, dass die dafür belohnt werden, wie scheiße die jetzt gespielt haben. Die letzten 30 Minuten ungefähr, das war echt, das ist echt traurig. Naja, Dortmund-Schalke 0-1, Gladbach gegen Leverkusen 2-2, Augsburg gegen Frankfurt 1-0, Wolfsburg gegen Bremen 1-3, Mainz gegen Köln ebenfalls 1-3, Stuttgart-Hannover 0-1, Hoffenheim-Bayern 2-2, Hamburg-Hertha 0-1, Leipzig gegen Freiburg 2-0. Egal, wie wir jetzt gespielt haben, ein Unentschieden ist immer noch verkraftbar. Wie gesagt, halt schade, dass es kein Sieg ist. In letzter Zeit, wie gesagt, immer nur so knappe Siege, bla bla bla. Bin gespannt, wie ich das jetzt in der Champions League machen will. Denn da sind es nochmal andere Clubs, wie hier FC Porto oder so. Die sind nochmal ein anderes Kaliber. Und jetzt muss ich mal ganz kurz ruhig sein. Das wird wahrscheinlich wieder gestrikt. Aber da kann man zum Glück Einspruch erheben. Da habe ich letztes Mal Einspruch erhoben, weil es ist ja ein Teil des Spiels und PES erlaubt mir das Spiel ja aufzunehmen, hochzuladen und so. Von daher ist das alles in Ordnung, dass ich das hier verwende. Siegesserie endet nach 6 Spielen, obwohl Gabriel Jesus noch das 2-2 gemacht hat. Ja, immerhin, ne, immerhin hat er noch das 2-2 gemacht. Ist ein super Spieler. Ich bin natürlich zuversichtlich, was das Spiel hier gegen den FC Porto angeht. Allerdings spielen wir auswärts. Es sind Tore echt, echt wichtig. Und naja, was soll ich sagen? Wird schon klappen. Geht schon schief. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch die Audio-Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schaut bei der nächsten Folge vorbei. Meine Aufnahmesession von insgesamt vier Folgen ist jetzt auch vorbei. Ja, ist auf jeden Fall geil. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.